So, hier ist irgendwo ein Gegner in der Nähe, den habe ich schon gehört. Lass mal schnell noch absnappen. So. Und dann mal kurz ins Questlog gehen. Gehen wir mal kurz ins Inventar und schauen uns mal. Ja, die Karte können wir gleich angucken. Alzorner, Herz eines Dämons. Ich habe das Herz des Dämonen und ich glaube, es ist der Gegenstand, von dem Canis gesprochen hat. Sicher weiß die Prophetin mehr darüber. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir auf einer heißen Spur. Tja, dann würde ich doch sagen, dass wir uns gleich zu Prophetin zurückporten. Ich denke mal, dass wir hier im Sumpf nichts mehr machen können. Wir haben die sogenannte Hexe ausfindig gemacht, die eigentlich gar keine Hexe war. Jetzt habe ich gerade einen kleinen... Ah, jetzt geht's wieder. Ich dachte gerade, ich könnte nicht sprinten. Ich habe die Umschalttaste gedrückt und gehen auf schnell laufen. Wir holen uns mal einen Teleporter, porten uns nach Alzorna zurück, die Startinsel der Orks, und werden zur Prophetin gehen. Mal schauen, was die zu dir... Hier ist es übrigens gerade. Das schwarze Herz des Dämonen Garadel. Und wenn wir mal schauen, was die Dämonen... wie heißt sie denn? Die Prophetin dazu sagen wird, dass wir dieses Herz dem Dämonen abgenommen haben. Ja, du dürfst den Teleport auch benutzen. Okay, ich kann den Teleport nicht benutzen. Sind wahrscheinlich gerade Feinde in der Nähe. Keine Ahnung. Wir werden es gleich rausfinden. Ah. Jetzt nochmal hier versuchen. Wir können uns nicht teleportieren. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Okay, irgendwie müssen wir aus dem Sumpfgebiet hier wieder weg. Mal sehen. Ich habe keine Ahnung wie. Normalerweise steht da immer, es sind Feinde in der Nähe, du kannst jetzt nicht warten. Ganz schön frisch. Aber außer die zwei Zombies hier drüben sind jetzt gar keine Feinde. Deswegen weiß ich nicht, wieso wir jetzt nicht porten können. Oder wir müssen hier im Sumpf noch was erledigen. Lol, hinter uns ist auch ein Zombie. Das hat uns vergiftet, der Bob. Komm schon. Zeig, was du kannst. Du Stückchen in Seide eingehülltes irgendwas Skelett. Oh, oh, der hinter uns aus dem Fluss ist auch wieder da. Ich habe 2 Tage keinen Tubels aufgenommen, zum Glück ist wieder ein bisschen in die Stellung einfinden. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ja, das ist ja immer so eine Sache. Da hab ich noch einen Heiltank. So. Wow. Hier ist wieder so ein komischer mutierter Wolf. Lol, was mache ich denn heute? Meine Güte. Ja komm, ist gut, ey. Ich will mich hier wegporten, ey. Ich hab die Schnauze voll von dem Sumpf. Echt zu sein. Tja. Und außerdem habe ich gerade hier schon wieder epische Soundlags. Kann doch alles gar nicht sein. Schaut euch mal diesen Bug da an. Level up und da im Wasser springt irgendwas, da so ein Zombie hoch und runter. Das ist epic. Und der Wolf-Findling, der geiert da mehr rum. Aber komischerweise kann ich ihn trotzdem absnippen. Finde ich exzellent. Naja. Sag, er geht sterben. Zack. Zack. So. Wie viel Damage zieht er denn? Jetzt habe ich mal Multi-Skill angemacht. Und Bams. Und wieder so einen epischen Grafik-Bug. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht wieso. Ich hier Lex habe. Das habe ich eigentlich da vorne auf der Karte markiert. Bitteschön. Was ist das? Da waren wir doch schon. Bei der Hexe im Sumpf. Wieso habe ich da eine Kartmarkierung hinzugefügt? Etwas verwirrt, würde ich meinen. So, versuchen wir es nochmal mit dem Porten. Hä? Doch nicht ablegen. Wieso kann ich den Teleport nicht benutzen? Was ist das denn jetzt bitte? Ganz schön frisch. Also scheinbar können wir uns nicht hier wegporten. Ich weiß nicht, was hier los ist. Da habe ich meine magischen Fähigkeiten verloren, was das Teleporten angeht. Aber ich muss gerade mal hier gucken.
Also das mit dem Headset ist noch nicht besser geworden. Ich weiß nicht, was ich hier mit dem Sound habe. Das geht schon seit ein paar Tagen so. Na komm schon. Ah. Na komm, dann laufen wir so lange um den Baum schon jetzt rum, bis du down bist. Dusselig ist irgendetwas. Ah. Ja klar. Kommt da echt der Rest mal tot. Das hat dann noch einen Schuss getroffen. Naja, mal gut. Also da hinten, das ist auf jeden Fall die Markierung der Prophetin. Ich habe gerade echt keinen blassen Schimmer, warum ich mich hier aus dem Sumpfgebiet nicht wegporten kann. Turmoin. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Dann habe ich da irgendwas vergessen. Kann ich mir eigentlich nicht denken. Da war das letzte Mal nur so ein komischer Zombie, so ein Skelett oder sowas. Den haben wir eigentlich down gemacht. Deswegen wundert es mich jetzt, dass noch mehr Zombies, dass ich hier aus dem Sumpf nicht wegkomme. Ich habe Gesellschaft. Habe ich irgendwas vergessen? Mich irgendwie, habe ich hier irgendwie meine magischen Teleportationsfähigkeiten verlernt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hä, da ist eine Spinne. Ach, die Mammutspinne, die habe ich immer noch nicht down gemacht. Aha. Wer ist die Schulter? Oh, die ist ja eklig. Geh weg, geh weg. Ja, super. Falsche Richtung. Ich wollte eigentlich hier hinten, genau, hier hochklettern. So, die Spinne ist down. Belohnung. Das Besiegen eines Gegners erhalten. Ein Skillpunkt. Boah, noch mehr Zombies. Ich mag die Viecher einfach nicht. Ich mag sie nicht. Ich werde mit den Zombies in Two Worlds 2 einfach nicht warm. Vor allem gibt es hier so viele. So. Wir müssen erstmal die Zombies down machen, bevor wir die Riesenspinne durchfliegen können. Ich weiß gar nicht, was so eine Riesenspinne mit sich trägt, was sie hat. Ich hab keine Ahnung. Die Zombies hier gleich down haben, dann gucke ich mal nach. Vielleicht haben die aber was Schönes, wo man jetzt länger mitbrauen kann. Bams. Komm schon. Wow. Wo ist der Ausgang aus dem Sumpfgebiet hier? Ich will hier weg. Porten geht ja wahrscheinlich nicht, wie es aussieht. So glaube ich jetzt gedacht, man kann sich hier nicht wegporten. Ich weiß auch nicht wieso. Na, es hat sich ja mal voll gelohnt, die Riesenspinne zu plündern. Naja, egal. So. Wo ist noch ein Zombie? Gehen wir nochmal hier oben in die Ruinen rein. Vielleicht habe ich hier irgendwas vergessen. Wir schauen einfach mal. Hier war ja so ein Knotenpunkt, so ein Missionspunkt. Das kennen wir auch noch im ersten Teil von Antalor. Da gab es das ja ganz oft. Die sogenannten Wegpunkte. Ah, jetzt habe ich zumindest gerade mal kurz meinen Sound wieder gehabt. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt, dass mein Sound alles weg ist. Ich hoffe, ihr hört diese Soundlecks nicht. So, gab es hier oben noch irgendwas? Nö. Das heißt, ich bin gerade völlig umsonst hierher gejumpt. Hier sind noch mehr von den Blutfliegen. Das ist ein mutierter Wolf. Lol. Ja, kommt, ey. Pfui. Weg mit euch. Wir müssen jetzt erstmal einen Ausgang hier finden aus dem Sumpfgebiet, ey. Ich will hier einfach weg aus dem Sumpf. Die Information, die wir haben wollten, haben wir. Wir haben das Dämonenherz. Also können wir uns eigentlich hier verpieseln. So, dazu werden wir jetzt erstmal die Karte aufsuchen. Gucken. Wo sind wir denn hergekommen? Crow's Puddle, nee. Fluchbeladene Krypta, da gehen wir jetzt als nächstes hin. Und danach werden wir uns den Weg aus dem Sumpf suchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns damals hergeportet hatten. Tierkalte. Tiergern, ne. Von hier unten irgendwo sind wir irgendwo gekommen. So, hier scheint ja überall Landmarkierung zu sein. Aber wir werden jetzt mal hier zu dem versunkenen Friedhof latschen. Da diese flugbeladene Krypta, das ist eins, was wir im Sumpf nicht abgeschlossen haben als Quest. Vielleicht blockiert das irgendwie die Teleportation, ich habe hier keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, latschen wir einfach nochmal zu dieser Krypta hin und versuchen das Rätsel, um die Krypta zu lösen, da das dieses X da weggeht. Oder wir müssen einfach nochmal ins Dorf zurückgehen, weil ich muss noch das mit diesen Schriftrollen da lesen machen. Das habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Oder wir gehen direkt mal ins Dorf, ich weiß ja nicht. Wäre natürlich cool, wenn wir uns porten könnten, aber porten geht irgendwie nicht mehr.
Teleportfunktion scheint außer Kraft gesetzt zu sein. Ich habe ja keine Ahnung warum. Wok, 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 wok. Ah, geh weg. Der Frosch. So, go, 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 mein kleiner Held. Oh, hier ist noch alles voll Gegner. Eigentlich könnte man hier überall noch rumlaufen und schnetzeln. Weil noch übrigens kein Level ab. Ich gleich mal das sehen werden. Das Problem ist, ich denke mal, für die Hauptstory ist das nicht von Relevanz, ob man hier die Zombies noch mitnimmt. Jeden einzelnen von diesen Zombies ausrottet oder nicht. Das bleibt sich eigentlich egal. Zumindest, beziehungsweise ich glaube, dass ich die Zombies hier im Sumpf sowieso respawn. Schaut euch das mal an, hier schon wieder alles voll. Ich bin ziemlich sicher, dass ich die alle schon mal down hatte. Und daher lassen wir das erstmal so. Ich guck mal, ob man hier das noch mit dieser Crypta machen kann. Diesen Fluch hier brechen kann. Scheint ja irgendwie nicht möglich zu sein. Fluchbeladene Crypta. Es ist immer noch activated. Ich kann hier nichts machen, dass dieses Ex auf der Karte weggeht. Da habe ich einfach noch nicht den entsprechenden Typen angesprochen, der die Quest gegeben hat. Vor allem hier wird ein roter Punkt angezeigt und ich sehe hier gar nichts. Das ist das Tolle. Flugbeladene Krypta. Ich versuche jetzt nochmal zu porten. Wenn das nicht geht, dann laufen wir ins Dorf zurück. Denn irgendwo... Tja, es kommt dieses Zeichen für Teleportation, aber der macht nichts, der öffnet die Karte nicht. Dann machen wir das ganz einfach, dann gehen wir jetzt nach Tirgial zurück. Crow's Puddle. Naja, egal. Das heißt, egal ist nicht, ich wollte schon gerne den Auftrag zu Ende machen. Boah, schau euch das mal an, hier ist wieder alles voll mit den Westen. Aber wie gesagt, irgendwie scheinen die Gegner hier im Sumpf zu respawnen. Denn die habe ich alle schon mal auf dem Weg zum Friedhof hier besiegt und jetzt sind die schon wieder alle da. Naja, egal, wir werden die jetzt einfach mal gekonnt ignorieren. Ja, hallo Mammutspinne. Lost Spider Pete. Oh mein Gott. Keine Ahnung, so was das gut ist. Spinnennest. Aber wir werden das einfach mal gekonnt ignorieren und machen uns mal auf zurück nach Tirgial. Können wir den Fluch da endlich mal beenden. Na, wer hätte das gedacht? Vesperspinnen. Schön, dass ihr von den Toten wieder auferstanden seid. Ihr vier Beine, sechs Beine, acht Beine, was auch immer. Doch Spinnen haben acht Beine. Ist die. Wo ist hier Gern? Da liegt hier Gern. Oh oh. Zombie hinter uns. Go, go, go. Genau wie hier die alle rund ums Dorf, die waren alle schon mal tot, jetzt sind die wieder respawned. Ist mir echt schleierhaft. Naja. Oh Gott, habt ihr das da hinten gesehen? Da ist einfach mal ein Gegner vom Himmel gefallen. Vom Himmel gespawnt. Oh mein Gott. So. Was ist denn hier die krüde Markierung eigentlich?